Herzlich willkommen, meine werten Motorsport-Freunde, zum drittletzten Rennwochenende hier der Formel 3 aus Belgien, besser gesagt Spa-Francorchamps. Und ja, wir gehen einmal die Startaufstellung für euch durch, damit ihr einmal sehen könnt, natürlich wieder einmal, wer wo steht und damit wir auch gleich ins Rennen gehen können. Also, Mick Junior holt sich die dritte Pole-Saison für sich, gefolgt von Pascal Schwertz auf der 2 der WM führende. Benjamin Heidkamp auf Platz 3, der auf Platz 2 in der WM liegt. Tobias Schulter ist auf der 4. 5. Simon Kaufmann, 6. Lukas Uhl, 7. Michael Spöck, 8. Sven Zieniger, 9. Fabian Jansen und 10. Jesper Ahrens. Das sind momentan die Top 10. Auf der 11. Juan Felipe, Nico Göbel, Michael Chip, Ryan Ginesis auf der 14. 15. Johannes Ringberg, 16. Julian Rieberger, 17. Tim Buhmeister, 18. Paolo Pinke und 19. und letzter ist Clemens Schütte. Und ich würde sagen, wir gehen auf ins Rennen. Drücken hier eine wunderschöne Taste zum Gucken, gehen vorne auf die 1, das ist Mick Junior. Kann er sich hier vielleicht den dritten Sieg in dieser Saison holen, nachdem es ja in Hockenheim nicht so gut lief? Der Start sah einigermaßen vernünftig aus, hat allerdings jetzt schon den Platz an Pascal Schwetz zur Kurve 1 hin verloren. Kommt da jetzt noch Tobias Schulter innen? Ja, Tobias Schulter ist auch noch da und er setzt sich auch noch durch am Mick Junior. Oh, da liegt einer auf dem Dach. Das ist Michael Chip. So, und jetzt muss Mick Junior hier aufpassen. Da ist nämlich Benjamin Heidkamp. Durch Rouge durch. Benjamin Heidkamp allerdings mit einem kleinen Fehler. Und da verliert er natürlich den Platz. Heute müssen den Anschluss. Und Mick Junior ist jetzt hier komplett im Windschatten. Kommt da eventuell sogar auf der langen Geraden schon ein Angriff gegen Tobias Schulter. Die Revanche. Viele Runden werden auf jeden Fall hier nicht gefahren. Aber Tobias Schulter ist eher mit dem Angriff auf Pascal Schwetz und sieht das gut aus? Ja, ich glaube, das setzt. Nee. Ah! Doch, Tobias Schulter setzt sich durch gegen Pascal Schwetz. Und damit ist jetzt momentan der Mann auf Platz 4 in der WM auf Platz 1 hier unterwegs. Pascal Schwetz auf der 2. Dritter Mick Junior. Und ja, man muss dazu sagen, Tobias Schulter ist ja von der 4 gestartet und jetzt auf der 1. Vierter Benjamin Heidkamp. 5. Simon Kaufmann. 6. Sven Zieniger. 7. Lukas Uhl. 8. Michael Spörk. 9. Fabian Jansen. 10. Jesper Ahrens. 11. Nico Göbel. 12. Ryan Ginesse schon. Der hat wie immer am Start recht gut was gut gemacht. Johannes Ringbeck auf der 13. 14. Paolo Pinkel. Der hat ordentlich verloren. 15. Juan Philipp hat auch ordentlich verloren. 16. Tim Buhmeister. 17. Clemens Schütt. Versucht hier an sein Teamkollegen vorbeizugehen, klappt allerdings nicht. Julian Rehberger nur auf der 18. Ja, und ganz hinten Michael Chip. Und wir schalten jetzt mal natürlich hier nach vorne, weil dort ist wahrscheinlich gleich ein bisschen Action hier. Vielleicht auch nicht. Das sieht fast aus, als wenn Mick Junior jetzt hier so ein bisschen Angst haben muss. Ja, da ist nämlich Benjamin Heidkamp, die Windschatten. Und für den geht es natürlich hier um die WM. Er muss versuchen, an Pascal Schwetz dran zu bleiben. Und da vorne sehen wir Pascal Schwetz, der vielleicht versucht, naja, nicht wirklich, nur ein Zeigen. Und jetzt, ja, Mick Junior muss da schon fast noch ein bisschen aufpassen. Oh, Pascal Schwetz, ziemlich wild über den Curb rüber, aber auch alle so ein bisschen dort am Abkürzen. Ja, und erster, also, Tobias Schulter ist erstmal erster. Und jetzt kommt der Angriff von Benjamin Heidkamp. Da leicht am Driften, das geht sich nicht aus für ihn. Muss jetzt auch aufpassen, weil das Sven Zieniger, der ist jetzt schon vorbeigegangen an Simon Kaufmann. Und hier im Windschatten natürlich, da wirkt das sehr, sehr gut hier auf der Distanz, speziell nachdem der Windschatten noch ein bisschen effektiver gemacht ist. Und da vorne sehen wir es schon, Pascal Schwetz greift Tobias Schulteis an. Geht das gut auf der Geraden? Jetzt erstmal nicht. Ja, und ich vermute mal, dass wir ungefähr eine Rundenzahl von 5 Runden vielleicht haben werden. 5 bis 6 Runden, aber mehr eigentlich auch nicht. So. Ja, und jetzt muss Pascal Schwetz aufpassen, weil da kommt nämlich auch jetzt Mick Junior von hinten angeflogen. Das ist also auf jeden Fall hier ziemlich eng noch. Tobi
Tobias Schulte hat im Grunde nicht mehr wirklich was mit der WM zu tun. Eigentlich sind noch die ersten drei in der, ja, ich sag mal, in einer Situation, hier die WM zu gewinnen. Pascal Schwertz hat da 140 Punkte geführt mit 33 Punkten Vorsprung auf Benjamin Heidkamp. Und ja, es sind ja maximal, wenn man es so nimmt, nur noch knappe 150 Punkte zu holen, wenn man jedes Rennen gewinnen sollte, was wir allerdings hier in der aktuellen Saison noch gar nicht gesehen haben. Auch wenn man sagen muss, dass Tobias Schulters seine zwei Siege in den letzten drei Rennen geholt hat. Also möglich, richtig gute Punkte ist auf jeden Fall eine Option für manche. Und jetzt muss er aufpassen. Tobias Schulters wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder an der Schikane angegriffen, Bus-Stop-Schikane. Und da kommt nämlich jetzt auch der Angriff von Pascal Schwertz und der setzt sich, glaube ich, auch durch. Und auch Mick Junior wird jetzt hier angegriffen von Heidkamp. Konnte ich da aber jetzt noch so ein bisschen wehren. So, und Pascal Schwertz fährt die schnellste Runde auf Platz 1 und jetzt kommt der Angriff von Tobias Schultheiß. Und Benjamin Heidkamp, den wir hinten, ist durch, vorbei an Mick Junior. Und die zweite Runde ist vorbei und wir knapp 5 Minuten sind wir unterwegs. Also es wird nicht viel gefahren, 6 Runden vermute ich jetzt einfach. Michael Chip hinten auf der 19 fährt die schnellste Runde. 2:24.338. Das ist auch wirklich so ziemlich der Einzige, der wirklich freie Fahrt hat. Ja, und da hinten sehen wir auch schon wieder, wie die ganzen Positionskämpfe so sind. Lukas Uhl auf der 7 musste aufpassen, nämlich. Und Mick Junior greift da vorne zurück an. So, wer setzt sich jetzt von den beiden hier durch? Mick Junior oder Benjamin Heidkamp? Es sieht erstmal nach Mick Junior aus. Jetzt wäre es mal sinnvoll, dass sich nicht beide aufweisen, sondern nach vorne aufschließen. Aber das sieht gerade so aus bei Mick Junior, als wenn er jetzt angreifend tut. Weil er fährt jetzt doch einen kleinen Abstand schon raus auf seinen Kontrahenten. Und wir gehen mal wieder auf die 7. Haben wir jetzt Jesper Arendt schon. Michael Spörk auf der 6. Wo haben denn wir den Simon Kaufmann jetzt hin? Ja, der ist jetzt komplett zurückgefallen. Simon Kaufmann? Nur noch auf der 17. Wird hier gejagt von Clement Schütte. Und da haben wir Michael Chip. Also, Simon Kaufmann ist raus aus den Punkten. Rieweger ist schon bis auf die 15 nach vorne, kann also theoretisch gesehen schon so ein bisschen die Punkte, möchte ich sagen, riechen. Juan Felipe, ja, da muss ich natürlich erstmal wieder vorarbeiten. Ryan steht jetzt noch immer auf der 12. Und Johannes Ringbeck auf der 10 könnte hier eventuell wieder mal ein Pünktchen holen. Natürlich genauso wie Fabian Jansen und Lukas Uhl und Jesper Arendt. Das sind natürlich alles Leute, die nicht wirklich weit vorne in der WM sind. So, hier sieht nicht so aus, wenn ein Angriff direkt kommt. Und da gehen auch schon welche in die Box. Tobias Schulter ist zum Beispiel einer von denen. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Aber er ist nicht der Einzige. Also, wir werden hier wohl ein paar Boxenstops erleben. Und da kommen einige jetzt. Da wird er jetzt runtergelassen. Muss er jetzt erst alle vorbeilassen? Ich glaube fast ja. Ja, er hat erst alle vorbeigelassen. 11,9 Sekunden die Stoppzeit bei Tobias Schultheiß. Und da geht es bei einigen jetzt auch schon wieder weiter. Ist das, ich glaube, es ist Benjamin Heidkamp direkt hinter ihm. Und Michael Chip fährt wieder die schnellste Runde. Ja, das wird natürlich jetzt nochmal richtig interessant mit dem Boxenstopp. Ja, und ich glaube, Mick Junior geht auch in die Box. Weil das war eine eindeutig andere Linie. Und er dreht sich auch weg dabei. Und schlägt ein. Und jetzt bei Arendt geht es auch da vorbei. Und Pascal Schwertz ist natürlich der lachende Dritte in diesem Fall. Ja, Mick Junior macht den großen Fehler hier. Und ja, versaut sich wahrscheinlich einen Treppchenplatz. Und ja, jetzt muss er noch aufpassen, weil da kommt Fabian Jansen, ein direkter Teamkollege. Mit dem er ja eigentlich nichts zu tun hatte hier. Ja, Ringbeck auf der 5, Philippe schon auf der 6, 7. Ja, Göbel, 8. Pinkel, 9. Boomer. Also jetzt ist natürlich die Frage, wer gewinnt hier am meisten?
Gewinnt der Fahrer, der am spätestens in die Box geht, oder der, der vorher in die Box gegangen ist? Das ist jetzt solche Frage, die wir wahrscheinlich erst am Ende dieser Runde hier beantwortet bekommen werden. So, Pascal Schwetz, er wird definitiv wahrscheinlich jetzt auch in die Box kommen, außer er fährt noch eine Runde mehr. Das würde mich schon ein bisschen überraschen. Schauen wir mal. Bei Mick Juniors, ja, Fahrlinie würde ich mal sagen, auf jeden Fall, dass der in die Box kommt. Nee. Pascal Schwett kommt nicht. Oh, und da greift Mick Junior jetzt schon an. Jesper Arendt. Und der kommt jetzt auch in die Box. Pascal Schwett fällt jetzt auch die schnellste Runde. Und da entscheiden sich einige recht spät auf jeden Fall in die Box. Und hat einer nicht wirklich in die Box reingeschafft. Nee, der fällt jetzt noch eine Runde außen rum anscheinend. So, Mick Junior, wie viel hat dieser, ich möchte sagen, Unfall gekostet jetzt an der Box? Da steht, fährt auch wieder los jetzt, 10 Sekunden genau. So, da kommt, wer ist das? Das ist Michael Spörk. Da kommt er, glaube ich, vor dem raus, ist aber hinter Heidkamp rausgekommen und Schultheiß auf jeden Fall. Ja, der Dreh hat also ordentlich gekostet. Mal gucken, ist denn, wo ist denn der Herr, der da so kriebelig, möchte ich fast sagen, an der Wand lang gefahren ist. So, hier haben wir auf jeden Fall Pascal Schwetz. Der war noch nicht in der Box. Jesper Arendt war auch noch nicht in der Box. Fabian Jansen auf der 3 war auch noch nicht. Philippe auch noch nicht. Michael Schipp nach meiner Meinung auch nicht. Und hier sind wir die ersten Leute, die auf jeden Fall in der Box waren. Mit Tobias Schultheiß, Benjamin Heidkamp, Mick Junior. Und dann mit Michael Spörk, der wird angegriffen von Ringberg. Also, jetzt geht's, ja, ums Eingemachte, möchte ich fast sagen hier. Für Pascal Schwetz geht es hier um den Sieg. So, und die jagen sich hier gegenseitig so ein bisschen um die Zeiten. So, das bin ich. Und ich glaube, Nico Göbel war der, der an der Wand so lang geschliffen ist, möchte ich sagen. Und jetzt geht Pascal Schwetz auch in die Box rein. Findet den Weg in die Box, das ist immer wichtig. Mal gucken, ob da jetzt gleich noch jemand hinterherkommt. Ich vermute einfach mal, ja, es sind noch 2,5 Minuten jetzt. Oh, und da hinten sehen wir nämlich, da ist einer nicht in die Box geschafft. Und das ist Jesper Arendt, der Mann, der eigentlich Punkte gebraucht hätte als WM-Letzter. Ja, verhaut es hier so ein bisschen. Und Pascal Schwetz, ja, der fährt jetzt gleich los wieder, vermute ich einfach mal. Ja, fährt los. So, Juan Felipe und sein eigener Teamkollege stehen sich da gegenseitig gerade im Weg. Ja, und wird da jetzt auch so ein bisschen weggeschubst. So kann man natürlich auch machen als Teamwork. So, da gehen Felipe vorbei. Ne, das ist nicht Felipe. Das ist Heidkamp. Und da kommt Felipe, ja, kommen die beiden von McDonald raus? Ich glaube fast ja. Ja, kommen sie auch. Jansen und Felipe kommen vor Junior raus. So, und Jesper Arendt ist jetzt... Wo ist der? Hat er schon mal in die Box geschafft? Nein, er steht noch immer da und probiert verzweifelt in die Box reinzukommen. Ich glaube, das wird nichts mehr für ihn. Der Junge, der auf dem Weg zu einem guten Ergebnis war, verhaut hier, weil er die Boxeinfahrt nicht schafft. Also, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Und hier hinten haben wir einen Dreikampf beim Brandl Racing Team. Und dann greift jetzt Mick Junior an und geht schon mal vor
vorbei, wollte ich sagen, an den Teamkollegen, aber der räumt ihn ab. Ja, super gemacht. Das wird das Brandl-Team auf jeden Fall richtig freuen, dass man... Oh, und jetzt kommt noch der nächste Schlag hinterher. Ja, dass man es fertig gekriegt hat. Julian Rehberger war das. Ja, da gucken wir uns nämlich nochmal an. Ich glaube, da war nämlich eindeutig eine Berührung im Spiel. Na, komm, für meine richtige Kamera. Oh. So, okay, gucken wir jetzt hier nochmal in die Kamera. Ja, und da kommt die Berührung. Und damit ist er jetzt raus, der Mick Junior, aus den Punkten, weil sein Teamkollege ihn weggeschubst hat. Ja, erleben wir noch eine Runde oder war es das jetzt? Das ist die Frage. Wir haben noch knappe 20 Sekunden auf der Uhr. Und wenn wir natürlich jetzt noch eine Runde schaffen, dann wird es vielleicht für manche richtig knapp, auch von den Boxenstops her. Jesper Ahrens steht auf jeden Fall noch immer da. Und wir haben noch 10 Sekunden. Ich glaube, wir erleben keine weitere Runde mehr. 3, 2, 1. Nein, ich glaube, das Rennen ist vorbei. Wo wird abgewunken hier vorne? Ja, Pascal Schwetz holt sich den Sieg vor Tobias Schultheiß. Und dann Benjamin Heidkamp. Auf der 4 wird Philippe, 5. Jansen, 6. Uhl, 7. Ringberg, 8. Zieniger, 9. Buhmeister, 10. Junior sogar, 11. nur noch Paolo Pinkel, 12. Clemens Schütte, 13. Nico Göbel, 14. Ryan Chinesis, 15. Michael Spörk, also der war nochmal in der Box, deswegen 16. Michael Chip, 17. Rehberger, 18. Kaufmann, 19. und letzter Jesper Ahrens, der es nochmal nicht geschafft hat, da auf jeden Fall aus der Ecke da rauszukommen. Und ja, was bleibt uns anderes zu sagen, anstatt, ja, Pascal Schwetz macht einen riesen Satz in Richtung WM-Titel. Weit hat er es nicht mehr. Und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt hier von diesem Rennen aus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim zweiten Rennen hier aus Belgien. Und bis dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.